Das ist die Festung des Myriad-Stamms. Werden sie Freund oder Feind sein? Du solltest da hochgehen. Dann wirst du es wissen. Mal sehen. Ein Trampelpfad führt zu diesem Tor. Wenn du hinein willst, solltest du dich ordentlich präsentieren. Sagt, sie sind im Krieg und misstrauisch Fremden gegenüber. Er sieht, dass du ein Freigeist bist, also lässt er dich rein. Der Sifu trifft sich immer gerne mit jemandem, der sich für ihre Sache interessiert. Sibi? La fanen aginkan man. Geraten der Fall hutut muss. Du gai la wute. Der Myriad-Stamm handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Sie glauben, nur wenn die Stämme vereint werden, wird der Frieden wiederhergestellt. Der Sifu ist überzeugt, dass die Welt nur dann besser wird, wenn die Weltenfresser besiegt werden und der Baum des Lebens gerettet wird. Er heißt dich in der Myriad-Festung willkommen und stellt sich als Sifu des Stammes vor. Doch er hat gehofft, dass du kommen würdest. Die Kunde einer gerechten Kämpferseele auf einem Kreuzzug, die den großen Wall durch den Spalt in Bunker 101 durchquert hat, ist dir vorausgeeilt. Der Wall trennt ihr Land von der Andersseite, dem Ödland, aus dem du kommst. Er schätzt, deine Zeit dort hat eine Leere in deinem Gedächtnis hinterlassen, die so trist und karg wie das Ödland selbst ist. Er ist überzeugt, dass du nicht grundlos zurückgekehrt bist und freut sich, dass du hergekommen bist. Deine Wesensart entfacht Erinnerungen daran, wie du als Kindling warst. Er kann noch immer deine Gutherzigkeit spüren. Der Sifu sagt, dass manchmal eine Erinnerung eine andere erweckt. Und er hat ewig nicht mehr an deine Mamu gedacht, auch wenn sie ihm viel beigebracht hat. Er war einer ihrer ersten Wung-Fu-Schüler. Deine Mamu hat Wung-Fu erfunden. Ursprünglich umfasste es den unbewaffneten Kampf sowie die 6 Waffen. Den Bumerang, den Shuriken, den Bogen, den Stab, das Nunchaku und den Kettenhaken. Der Sifu sagt, ihr solltet die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Im gesamten Land herrscht Unruhe und in allen Richtungen lauern Gegner. Die Myriad wollen für Einheit zwischen den Stämmen sorgen. Sie handeln nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Wenn du an das Gute in allen glaubst, gibt es noch Hoffnung auf einen Morgen. Er hatte gehofft, dass du dich ihnen anschließt. Es wird dir nicht schaden, anderen zu helfen. Der Sifu hat darauf gewartet, dass etwas das Gleichgewicht zu ihren Gunsten verschiebt. Mit dir an ihrer Seite schöpft er Zuversicht, dass ihr die anderen Stämme vereinen könnt. Zuerst solltest du den Yagni-Stamm unterwerfen. Den Myriad wurde eine Aufgabe gegeben. Sie sollen die Stämme vereinen und ihr Schicksal bestimmen. Die Stämme müssen von einer starken Hand in die Zukunft geführt werden. Ihrer Sippe bleibt keine andere Möglichkeit mehr. Sie wurden in die Ecke gedrängt. Selbst diejenigen, die sich Frieden wünschen, wurden zum Krieg gezwungen. Wenn du den Kampf nicht zum Gegner bringst, bringt der Gegner den Kampf zu dir.
Wenn das Überleben in Gefahr ist, gibt es keine andere Möglichkeit als Krieg. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Ihr habt beide ein sanftes Wesen, also soll es auch ein sanfter Krieg werden. Ein Krieg, der nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Sagt, du sollst dich nicht fürchten. Dein Schicksal kann dir keiner nehmen. Erobere den gegnerischen Außenposten, dann darfst du die Stammeswaffe führen. Sobald du dich um die gegnerischen Außenposten gekümmert hast, forderst du ihren Sifu heraus, damit du die Stämme vereinen kannst und sie wieder gemeinsam das Land teilen. Es gibt für sie kein Zurück, denn ihr Wort hat an Macht eingebüßt. Jetzt können sie Gewalt nur noch mit Gewalt bekämpfen. Dein Anblick bringt Erinnerungen an das alte Dorf zurück. Die Myriad wollen für Einheit zwischen den Stämmen sorgen. Sie handeln nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Er kann sich an deine Gutherzigkeit erinnern. Er spürt den Willen, Gutes zu tun, immer noch in dir. Doch Erinnerungen an die eigene Familie sind stark und manchmal erwachen sie zum Leben. Vielleicht solltest du auf dem Weg zum gegnerischen Außenposten dem alten Dorf einen Besuch abstatten. Auch wenn es jetzt ein Ort aus einer anderen Zeit ist, wird er dir helfen, dich zu erinnern. Freut sich, dass du bei Gründäumler warst. Gut, dass er sich um den Baum des Lebens kümmert. Bei ihm ist er in guten Händen. Sag, du sollst gut auf dich aufpassen. Mit der Zeit verblassen die Erinnerungen. Und manchmal ändern sich auch die Empfindungen. Es geht nicht darum, wer du warst, sondern wer du werden wirst. Diese Geschichte Echos einer lange verlorenen Vergangenheit flüstern im Wind. Hier ist jemand, der jeden Tag so nimmt, wie er kommt. Er fragt, wie es dir heute geht. Glibbo fühlt sich immer besser, wenn er einen Fehlschlag hinter sich lässt. Er freut sich, dass seine gute Laune so ansteckend ist. Er fragt, wo du abgeblieben bist und hofft, dass du draußen auf dem See deine Schwimmtechnik verbessert hast. Es kann beängstigend wirken, alleine schwimmen zu lernen. Aber er ist ja hier, um dir zu helfen. Er findet, mittlerweile solltest du wirklich schwimmen können. Und ihm wird es eine Ehre sein. Er sagt, dass es doch gar nicht so schlimm war, oder?
Fativi. Weiter so. Lass deinen Eifer nicht vom Klang der Wellen ertränken. Doch du brauchst Übung, viel Übung. Wer nie aufgibt, wird für gewöhnlich am Ende belohnt. Er hofft, dass auch du zu denjenigen gehörst. Du solltest mehr Zeit im Nass verbringen. Nur so lernst du zu schwimmen. Man kann sich nie genug anstrengen. Dem Blick deiner Mamu nachzuurteilen, scheinst du etwas vergessen zu haben. Du hast versprochen, vor Sonnenuntergang mit ihr zu trainieren. Zeit zum Aufbruch. Es ist wichtig, fleißig zu trainieren. Du kannst dich nicht nur darauf verlassen, dass dir Wung Fu im Blut liegt. Du solltest wissen, dass Übung den Meister macht. Wenn du gut darin sein willst, musst du weiter an dir arbeiten. Ihr trefft euch auf dem Dorfplatz. Sie wird auf dich warten. Und am Ende erwartet dich sogar eine Überraschung. Ein weiteres bekanntes Gesicht, das mit vielen Gedanken beschäftigt ist. Fragt, wie es dir heute geht. Er findet es leicht, freundlich zu sein, was es aber nicht weniger wichtig macht. Er hofft, dass du etwas Schrott für einen Dingsbums sammeln kannst, an dem er... Er findet, du bist wahrhaft ein Geschöpf deiner Umwelt. Du solltest nach wiederverwertbarem Material suchen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Er fragt sich, was du Nützliches gefunden hast. Er sagt, jede Kleinigkeit zählt. Er kann aus ziemlich allem etwas Wundersames erstellen und fragt, ob du dich mit Wiederaufarbeitung auskennst. Er sagt, nur wenige wollen sich um die Kleinigkeiten kümmern. Doch wenn es genug sind, können auch sie Großes bewirken. Er würde es dir gerne beibringen. Der von dir gefundene Schrott wäre ein guter Anfang. Gute Arbeit, doch er fragt sich, warum du eine Waffe hergestellt hast. Er weiß eine schlagfertige Antwort zu schätzen. Er versteht es zwar, hofft aber, dass du davon nicht so bald Gebrauch machen musst.
Du lebst nicht, um seinen Erwartungen gerecht zu werden, doch er hofft, dass du deine Waffe nie einsetzen musst. Er freut sich darauf, was du als nächstes bastelst. Du hast offenbar ein Talent dafür. Sie scheint langsam die Geduld zu verlieren. Du weißt, dass sie nicht gerne auf dich wartet. Sie will, dass du sofort zum Dorfplatz kommst. Dann hast du einen guten Grund fürs zu spät kommen. Die Verantwortung, deine natürliche Umgebung zu schützen, ruht auf dir. Es geht um deine Zukunft. Sie will, dass du groß wirst und anfängst, für dich selbst zu denken. Du solltest wirklich zu dir selbst finden, bevor sie einmal weg ist. Das ist alles, was sie je von dir wollte, dass du dich anstrengst und dein Bestes gibst. Mehr kannst du nicht tun. Du bist stets deinem eigenen Weg gefolgt, doch diesmal musst du ihrem folgen. Dann fang an, indem du dich auf dem Dorfplatz mit ihr triffst. Sie weiß, dass du ein freier Geist bist, immer in Bewegung, wie der Wind. Bei dieser Entschlossenheit solltest du lieber aufpassen. Er sagt, du sollst stehen bleiben und fragt sich, was du glaubst, wo du gerade hingehst. Er fragt sich, warum du dann hier danach suchst. Du kannst hier auf keinen Fall durch. Er will wissen, für wen du dich hältst. Sie schubsen sich zum Ansporn, aber manchmal geht dabei auch jemand zu Boden. Sie fragt, ob du verletzt bist. Was ist passiert? Sie meint, es ist schön, dass du an sie denkst. Doch sie haben morgen bei Sonnenaufgang Waffentraining. Sie müssen sich daher vorher gut ausruhen. Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Konzentrier dich jetzt auf dein Training. Sie hat schon oft gesagt, Wung Fu hält den Körper gesund. So bleibt auch dein Geist stark und klar. Hier ist jemand, dem du am Herzen liegst und der sein Bestes gibt. Du zauberst deinem Papu stets ein Lächeln aufs Gesicht. Er fragt sich, wie es dir geht. Er hörte, du hast Gizmo beim Aufräumen geholfen. Er ist stolz auf dich. Er fragt, ob du ihm vor dem Training ebenfalls helfen könntest. Er wünschte, dass es deiner Mamu auch so ginge. Doch das Dorf in die Zukunft zu führen und ihren Schülern Wung Fu beizubringen, scheint ihr jeden Tag wichtiger zu sein. Er meint, du solltest ihm ein paar Geräte und Einfälle beschaffen, um ein paar alte Dinge wieder aufzuarbeiten.
mehr. Er ist gespannt darauf, was du gefunden hast. Mancela Fatukakwana. Er ist für die Erneuerung und hat sogar daran gedacht, in der Wildnis nach einem Bionukleus zu suchen, um seine DNA zu erneuern. Kukakwana. Er kann aus fast allem etwas Wundersames erstellen und fragt, ob du dich mit Wiederaufarbeitung auskennst. Darnmianda Kagundo. Badan Odidimada Bulshada. Sagt, schmutzige Hände beweisen, dass man es wenigstens versucht hat. Nur das zählt. Wenn man einmal scheitert, heißt es nicht, dass es nächstes Mal auch so ist. Er sagt, es sei an der Zeit, es zu lernen und bietet dir an, mit dem Schrott anzufangen, den du gefunden hast. Für ihn wäre es nichts, aber er findet, dass du damit gut aussiehst. Er weiß, dass sie bereits stolz auf dich ist und auf alles, was du bisher erreicht hast. Du solltest es mitnehmen und beim Üben tragen. Er findet, das solltest du. Sie wird bestimmt stolz sein. Er freut sich darauf, was du als nächstes bastelst. Du hast offenbar ein Talent dafür. Deine Mamu sagt, das wurde auch Zeit. Du sollst verstehen, dass du alles schaffen kannst, wenn du dich anstrengst. Sie sagt, sie möchte rasch anfangen. Bis zum Sonnenuntergang bleibt nicht mehr viel Zeit. Doch es bleibt genug Zeit für die nötigen Wiederholungen. Und Trainingspuppen wehren sich nicht. Das ist eine gute Einstellung, solange du nur weiterlernst. Deine Mamu sagt, du hast dich heute gut geschlagen. Sie ist so stolz auf dich. Andro? Mehr hat sie nie von dir verlangt. Beri, ben nampusa. Sie hat zusammen mit Gizmo und Whis ein Geschenk für dich vorbereitet. Katja Topoluta, Kala. Schau einfach nach, dann siehst du, was es ist. Du hast es dir verdient. Darum solltest du dich bei ihm bedanken. Gut gefangen. Kanamunta. Deine Mamu meint, sie hat noch nie einen so grünen Apparat gesehen wie den hier. Er ist wundervoll. Sie freut sich, dass du es zu schätzen weißt, wenn andere sich für dich Mühe geben. In einem Stück Schrotronic wie diese steckt Technologie aus der alten Welt.
Darum ist es ein gutes Kommunikationsgerät. Man nennt es Roboter. Er ist mit deiner DNA verknüpft. Er folgt dir überall hin und sieht, was du siehst. Du kannst froh sein, einen so guten Helfer zu haben. Andro? Deine Mamu meint, du wirkst erschöpft. Kein Wunder. Es war ein langer Tag. Sie freut sich, dass du ihn genutzt hast. Schlaf gibt dir die Stärke für den nächsten Tag. Nichts könnte Lupa Lupin daran hindern, die Welt in Brand zu stecken. Antoro, kennt sie? Deine Mamu drängt dich, dir einen Weg zu bahnen. Ein verbranntes Kindling fürchtet das Feuer. Das gießt nur Öl ins Feuer. Eine letzte Explosion. Dann war es das. Deine Mamu sagt, es ist soweit. Sie muss gegen Lupa Lupin kämpfen. Dieses Mal gibt es kein Zurück. Sie kann ihn kommen hören. Dieses Mal gibt es kein Entkommen. Die Zeit für den Kampf ist gekommen. Was auch immer passiert, du sollst wissen, dass sie dich liebt. Alles, was sie getan hat, diente nur dazu, dich, deinen Papu und diejenigen zu schützen, die sie zu ihrer Anführerin bestimmt haben. Sie sagt, du sollst zurückbleiben. Das ist ihr Kampf. Du hast damit nichts zu tun. Die Geschichte hat sie endlich eingeholt. Sie freut sich, wie tapfer du bist. Doch während sie kämpft, will sie sich nicht um dich sorgen. Dies ist ihr Kampf. Hier kommt die Vergangenheit, um die Gegenwart heimzusuchen. Zu entkommen, musst du durch Feuer und Wasser gehen. Deine Mamu sagt, du kannst es schaffen, wenn du daran glaubst. Sie folgt dir überall hin. Blut ist dicker als Wasser. Du steckst tief im Nass. Schlag bloß keine Wellen. Das Nass geht, wohin es will. Folge dem Strom. So gelangst du stets zur Küste. Wer mit reinem Herzen gelebt hat, braucht den Tod nicht zu fürchten. Ein Teil von ihr lebt immer in dir weiter. Die Kreatur hungert nach mehr. Jetzt wird ihr nichts mehr im Weg stehen.
Ein Opfer für jemand anderen ist nicht vergebens, sondern wird für immer an den Nächsten weitergegeben. Das Leben muss weitergehen. Ein wahres Opfer wird aus Liebe und Not erbracht, wenn es keine andere Lösung mehr gibt. Wer alles aufgibt, um zu retten, was einem wirklich wichtig ist, hat die größte Gewissensprüfung bestanden. Was du für dich tust, stirbt mit dir. Was du für deine Sippe tust, bleibt auf ewig in ihrer Erinnerung. So wie der Moment vergeht und verblasst, bleibt nur die Einsamkeit zurück. Es bedeutet nicht, dass du die Vergangenheit vergisst, sondern nur, dass du weiterziehen musst.